Weiter geht's mit dem nächsten Preis, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Was für eine Freude, hier zu sein in dieser wirklich unglaublich schönen Tonhalle. Es ist mir eine große Ehre. Und ich muss eine kleine Anekdote erzählen, weil mir gerade wieder eingefallen ist, dass die Moderatorin Sandra, wir haben ein gemeinsames Erlebnis, was irgendwie auch zu diesem Abend passt und auch zu Claudia Cardinale passt, zu der unglaublichen Willenskraft von Frauen. Sandra und ich waren mal in einer Talkshow oder in einer Sendung, die hieß Spiel für dein Land. Ich spielte für Deutschland, sie spielte für die Schweiz und wir mussten Planking machen, gegeneinander. Ich hatte noch nie Planking gemacht, ich bin nicht so besonders fit, Sandra auch nicht. Wir haben, und eine dritte Frau aus Österreich, wir haben alle drei Frauen 3 Minuten durchgehalten. Wir hatten die unfassbar, es war unglaublich. Keiner hat gewonnen, weil wir alle drei einfach nicht locker lassen wollten. Ich hatte den entsetzlichsten Muskelkater meines Lebens. Aber die Willenskraft von Frauen, wenn sie wollen, sind unfassbar. Und das passt auch zu der wunderbaren Aufgabe, die ich jetzt habe, nämlich für die wunderbare Claudia Cardinale ein paar Worte zu sagen. Noi ci siamo già incontrati, Claudia. Io pensi che lei non si ricorderà di me, però io mi ricordo bene della sua eleganza e anche del temperamento così allegro. È stato al Bambi in 2008. È un onore per me di dire qualche parola stasera. Bevor Sie entdeckt wurden, Claudia, so haben Sie erzählt, wollten Sie eigentlich selber Entdeckerin werden. Aus Ihrer Heimat in Tunesien raus in die Welt erobern, die Welt entdecken. Das ist Ihnen dann auf ganz andere Weise gelungen, indem Sie die Welt des Films entdeckt haben. Im Alter von 19 Jahren wurden Sie durch einen Zufall eigentlich, Sie wollten gar nicht an dem Wettbewerb teilnehmen, wurden Sie durch einen Zufall zur schönsten Italienerin Tunesiens gewählt. Und so kamen Sie zu den Filmfestspielen nach Venedig und dort stürzte man sich auf Sie. Die Fotografen haben sich auf Sie gestürzt, haben gefragt, wann kommt Ihr Film, wann können wir Sie sehen? Und Sie haben gesagt, aber ich will überhaupt nicht zum Film, was damals absolut ungeheuer war. Zum Glück ist es anders gekommen. Sie haben der Welt mehr als 150 Filme mit Ihnen geschenkt. Keine Frage. Sie hatten es damals schon, dieses Magische, dieses je ne sais quoi, dieses, naja, was wir wahrscheinlich einfach als Star-Qualität bezeichnen. Auf Venedig also folgten Rom, Filmhochschule und eine Weltkarriere. Und wenn Sie, liebe Claudia, auf der Leinwand zu sehen waren, dann haben Sie uns alle zu Entdeckern gemacht. Sie haben uns die Schattenseiten oft von Männern mit spielerischer Leichtigkeit gezeigt. Egal, ob es die Seele von Cartouche war, dem Banditen Jean-Paul Belmondo, oder ob es die absurden Fantasien eines ausgebrannten Filmregisseurs waren, gespielt von Marcello Mastroianni in Fellinis 8,5. Oder in Der Leopard, da haben Sie uns als Angelica Sarda das Ende des italienischen Adels vorgeführt. Und dann war da noch Fitzcarraldo. Ich weiß, Werner Herzog, der Regisseur, hat Sie damals oftmals gebeten, ans Set, ans Dschungelset zu kommen, auch wenn Sie nicht gespielt haben, einfach nur, um Klaus Kinski zu zähmen. Es waren die großen Schauspieler und Regisseur-Egos, von denen Sie umgeben waren und denen Sie etwas entgegensetzen mussten. Egal an welcher Rolle, es ist Ihre Klasse, die Sie als Gegengift gewählt haben. Schönheit, Schönheit ist ein Geschenk der Natur, aber Klasse zu haben und zu behalten, das ist eine Entscheidung. Und Sie haben sich entschieden, nicht ein Geschöpf von den Gnaden vermeintlicher Genies oder tatsächlicher Genies zu sein. Stattdessen haben Sie uns alle zu Entdeckerinnen und Entdeckern gemacht. Sie haben uns durch Ihr Spiel Welten eröffnet, die uns unbekannt waren. Surreal, romantisch, gefährlich, gemein, fantastisch. Und Sie haben all das immer ganz bewusst als eine Frau getan, die bereit ist, gegen Widerstände ihren Weg zu gehen.
Für mich persönlich sind Sie nicht nur das Gesicht des europäischen Films, für mich sind Sie eine Pionierin, die schon früh gezeigt hat, dass wir Frauen stark sein müssen, dass wir uns durchsetzen müssen, dass wir reden müssen. Sie haben, als es ein absolutes Tabu war, offen darüber gesprochen, dass Sie Opfer eines Mannes geworden sind, der Sie vergewaltigt hat. Sie haben geredet, Sie haben angeklagt. Sie haben uns Frauen ermutigt, stark zu werden. Sie haben uns entdecken lassen, dass wir stark sind, dass wir wichtig sind, dass wir Respekt verdienen. Und Sie hören nicht auf, den Menschen Kraft zu geben, auch als UNESCO-Botschafterin. Damals, am Anfang Ihrer Karriere, hat noch niemand von MeToo gesprochen, hat niemand die Untiefen unseres Berufes thematisiert. Die meisten Menschen haben geschwiegen, erlitten, erduldet, besonders die Frauen. Durch Ihre Offenheit und Ihren Einsatz sind Sie ein Vorbild für so viele Frauen in der ganzen Welt geworden. Und so ist es für mich als Schauspielerin und als Aktivistin, die sich mit der Malisa-Stiftung für mehr Sichtbarkeit von Frauen und für eine Beendigung von Gewalt gegen Frauen einsetzt, eine ganz besondere Ehre, Ihnen heute den Europäischen Kulturpreis zu überreichen. Cara Claudia, mi inchino alla sua eterna bellezza, al suo talento e al suo coraggio. Mille grazie, Claudia Cardinale. Sur scène avec nous. Eine wahre Ikone, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank, Claudia Cardinale, und vielen Dank, Maria Furtwängler. Merci. Oh. Wow. Und danke auch unsere Laudatorin Maria Furtwängler, finde ich absolut klasse, dass Sie sich noch daran erinnern, wie wir zusammen geplänkt haben, 3 Minuten. Diese 3 Minuten begegnen mir immer mal wieder in meinen Albträumen. Ich konnte danach 2 Tage nicht mehr aufrecht gehen. Aber ja, auch das zeigt, was wir Frauen alles können, ohne es zu wissen. Applaus.